Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim Euro Truck Simulator 2 mit dem neuen DLC Beyond the Baltic Sea. Und ja, wir sind gerade auch ein bisschen unterwegs, genau in dieser Region. Wir sind nämlich gerade bei Kaliningrad. Das ist schon quasi auf dem neuen Kartenabschnitt und wir fahren Richtung, das ist eine gute Frage eigentlich, wo fahren wir hin? Wir fahren nach Riga, sehr schön, wir fahren nach Riga und Kaunas fahren wir, glaube ich, noch vorbei oder durch, ich weiß es nicht genau, eine Stadt bei Litauen und ja, so sieht's aus. Ein bisschen die osteuropäische Karte erkunden. Ihr könnt das Ganze natürlich auch, wenn ihr Bock auf das neue DLC habt, das gibt's nämlich bei GamesPlanet, erster Link unten in der Videobeschreibung, für unglaublich guten Preis von 15 Euro und wenn ihr über meinen Link unten vorbestellt, bekommt ihr nochmal einen extra Rabatt, den bekommt ihr aber nur bei mir, bekommt ihr nochmal einen extra Rabatt und ja, dort gibt es nochmal Prozente, das heißt, ihr kriegt das Spiel nochmal günstiger, also das DLC. Es gibt aber auch einen Bundle, falls einer ETS 2 noch nicht hat und ja, da gibt es das quasi im Bundle für ein paar 20 Euro mit dem Hauptspiel sogar dazu, ja. Wenn ihr Lust drauf habt, gönnt es euch einfach, könnt ihr mich ein bisschen unterstützen und ich kann, also ich glaube, billiger wie dort kriegt das nicht, bin ich der Meinung. So, und jetzt tun wir aber erstmal ganz gemütlich hier weiterfahren und gucken mal, was der vor uns macht, denn wir haben noch 250 Kilometer bis zum Ziel und haben Holzbalken geladen, 22 Tonnen. Und sind mit unserem Volvo mit 750 PS unterwegs. Schwerlastzugmaschine. Hätten wir auch nur meinen LKW nehmen können für die Holzbalken. Aber ich mag den und muss ganz ehrlich sagen, habe mich eigentlich gefreut, mal wieder eine Runde mit dem guten Stück drehen zu dürfen. Das ist auch der, den ich im... wisst ihr, was wir machen? Wir gehen trotzdem mal kurz hier tanken. Wir haben nicht mehr ganz so viel Diesel drin. Und in Osteuropa ist der Preis gut. Oh, ist das gerade? Hier drüben ist die LKW-Tankstelle. So. Gut, wir tanken einmal. Was haben wir hier? Dieselpreis 57 Cent. Brauchen wir nicht drüber reden, oder? 225 Euro für 400 Liter. So, 22 Tonnen, dritter Gang angefahren, ganz easy, das ist kein Problem. Dann geht es direkt in die 5. Und rollen wir hier erstmal ganz gemütlich raus. Okay, ja, kein Verkehr. Siebter Gang, ab geht's. Gut, ja, falls es jemand interessiert, wie ich fahre, mit was ich fahre mit dem G29, meine Lieben, inklusive Shifter, also inklusive den 6-Gang-Schalter, 7-Gang mit, wenn man es genau nimmt, mit Rückwärtsgang und ich habe ein 12-Gang-Getriebe hier drinne mit 2 Schaltgruppen, das heißt, in der kleinen Schaltgruppe kann ich Gang 1 bis 6 durchschalten und in der großen Schaltgruppe dann 7 bis 12. So sieht's aus. Also mir macht so am meisten Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. 6-Gang-Getriebe finde ich nicht ganz so schön von der Übersetzung. Gerade mit schweren Lasten. Ja, und Automatik. Wenn ich schon einmal den Shifter hier habe, dann denke ich, sollte man den auch nutzen. So, es sieht tatsächlich so aus, als hätten wir hier vorne nochmal eine Grenze. Fährt auch die Polizei rum. Sehr interessant. Okay. Holla. Tag daher. Ich muss mal ein bisschen schräg mich hier reinstellen. Denn. Ne? Trailer hinten dran. Ja, gute Fahrt. Danke, das wünsche ich auch, ne? Hier rum. Ich bin
Schöner Kauderwelsch hier, alter Schwede, ey. Aber das liebe ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist genau das, was ich liebe. Wenn es einfach mal ein bisschen enger wird. Einfach mal ein bisschen enger wird und einfach mal man die Konzentration auch ein bisschen hochnehmen muss. Und ja, es nicht ganz so einfach ist. Vom Fahren her. Das ist die Herausforderung eines LKW-Fahrers. Da kann man einfach mal sein Können unter Beweis stellen. Ernsthaft 30. Der würde mich doch holen, oder? Ach. Ja, noch eine Grenze. Ja, rollen wir lieber langsam ran, nicht, dass er direkt auf uns geschossen wird. Okay. Papiere, Ihre Papiere. So, rollen wir wieder. Was haben wir denn überhaupt noch? 213 Kilometer. Ja, insgesamt war die Route um die 500 Kilometer. Und unten in der Beschreibung sollte die Playlist sein. Sollte die Playlist sein. Da könnt ihr auch die erste Folge euch noch anschauen. Naja, Rundumleuchte brauchen wir nicht anmachen. Ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Dieses Klick-Klick, was ihr ab und zu mal hört, das ist die Motorbremse. So. Oh, bei dem ging da nur ein Licht vorne. So, sind wir hier mal ein bisschen flotter unterwegs auf der Landstraße, aber ich denke, das ist hier im östlichen Gebiet kein Problem. Da ist man eigentlich gewohnt, dass die LKWs die PKWs überholen, oder? Polizia! Der werden wir mal lieber nicht auf den Zeiger gehen, nicht, dass die uns noch anhalten. Wäre natürlich schön, wenn wir außerorts mal irgendwie mehr wie 50 hinkriegen. Was, boah, wo waren wir jetzt? Lauxra irgendwas, ne? Einfach mal ein bisschen Motorbremse auch benutzen. So. Ja. Mühsam schleppen wir uns hier voran, ey. Ohne Mist. Jo, wir nehmen dich mit, 17 Uhr bei uns. Nee, Quark, wir holen dich ab bei dir. So. Okay, der möchte die Lieferung sehr bald. Wir sollen sicherstellen, dass sie pünktlich kommt. Wann möchte der die Lieferung? In einer Stunde 49? Ja, moin. Bruder, was ist los? Ja. Dann müssen wir wirklich mal jetzt ein bisschen draufdrücken. Alter Schwede. Nee, hör doch mal auf, das war die Feststellbremse. Du fummelst hier nicht am LKW rum. Nix hupen. Ich bin im Kreisverkehr, jetzt wird nicht gehupt. Fass an deine Huben. Da kannst du rumhupen den ganzen Tag. Boah, ey, nee, versuch's einmal ordentlich zu fahren. Komm hier rein, was heißt du nicht? Kannst du mal das Fenster zumachen? Oh nee, nicht das verrückte Kind rum. Ich bin der Papa und der Papa hat. Ruhe. Denk dran. Na, sei mal nicht so frech, du kleiner Schlingel. Tino, sag mal.
Das heißt erstens, mein lieber guter Papa, ja? Tino! Heißt das Tino? Hey, hey, hey! Außerdem, ich bin hier schon fast im Lieferverzug, ne? Ich muss mal ein bisschen schauen. Ich muss in 1 Stunde 30 abladen, Alter. Ich wäre wahnsinnig. An wem liegt das? Ja, weil ihr mich schon wieder penetriert. Ich fahre jetzt schon über 100 mit dem LKW, dass ich hier... Ja, es ist ja nicht jeder so hier ein Check-Ass-Fahrer wie du. Alter Vater, ey. Oh, mit Schaltung oder was? Natürlich mit Schaltung, bin ich so ein Noob, ey. Das ist ja genau eine Manik-Ace oder was? Ja, genau. Daran wird's liegen. So, jetzt haben wir wieder Verkehr vor uns, was natürlich nicht so gut ist, weil wir... Fahr andersrum hier. Ja, Macht Sinn, durch den Kreisverkehr verkehrt rumzufahren. Wenn du schneller bist. Okay, sehr gut, sehr gut. Die sind weitergefahren, das heißt, wir können wieder Gas geben. Perfecto mille grazie. Ja, wir gehen gleich zum Weihnachtsbaum aufstellen. Da ist das Weibchen und das kleine Weibchen immer ein bisschen aufgeregt. Wenn sie mal raus dürfen, einmal in der Woche. So, wir versuchen jetzt trotzdem mal rasch das Ganze hier abzuschließen, dass wir auf jeden Fall in der Zeit bleiben und nicht noch eine Strafe kassieren. Das wäre echt ärgerlich, wenn die uns noch was abziehen. Das sieht auch ganz gut aus. Ich muss mal gucken, sehen wir das Ziel schon? Nee. Oh, wir müssen noch durch Xiaolia. Okay. Dann wird es interessant. So. Es nützt nichts. Wenn wir pünktlich ankommen wollen, müssen wir jetzt einfach ein bisschen schneller fahren. Aber ich glaube, 110 ist dann doch genug. 53 Minuten. Gut, 110 ist nicht genug. 84 Kilometer. Ich glaube, ich weiß gerade, wie sich so die Berufskraftfahrer fühlen, die wirklich im Terminstress sind. Weil man muss ja abladen, dann muss man woanders wieder neu laden und so weiter und so fort. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das teilweise sehr, sehr belastend ist. Und dann hast du noch so eine Schnarchnase vor dir. Ja, was heißt Schnarchnase? Ich meine, der wird keinen Termindruck haben. Aber vielleicht tut er uns einen Gefallen und biegt recht. Nein, macht er nicht. Was macht er denn da? Hat aber ausgeholt. Jetzt habe ich gedacht, der Bus fährt weiter. Aber der ist stehen geblieben, so wie sich's gehört. 53 Minuten noch. Okay, warte mal. Wir sind in 51 Minuten am Ziel. In 28 Minuten müssen wir angehen. Ja, das wird so kurz. Komm schon. Überholen wird auch nichts. Kann ich jetzt schon ankündigen. Wow. Oh, er biegt ab. Und es ist aber nicht der andere jetzt hier vor uns gefahren, oder? Mist! Gut, wir werden ein paar Minuten zu spät kommen. Aber, ganz ehrlich, die paar Minuten, ich glaube, die werden es gerade nicht fett machen. Wir haben nur noch 43 Kilometer... Also 43 Kilometer ist jetzt nun wirklich nicht mehr so viel. Kann man auch gut jemanden erschrecken, wenn so einer vor einem fährt. Einfach dann mal, wenn mal irgendjemand im Auto hat, der schläft. Glaube ich, macht das einen ganz guten.
Okay, wenn jetzt frei ist, lange gerade. Wir könnten es riskieren. Wurde ja auch gerade gut Gas. Wurde ja auch gerade gut Gas gebracht, wollte ich gerade sagen. Aber naja, gut, lassen wir das. Okay, hier scheint wieder eine Grenze zu sein oder eine ehemalige Grenze. Jo, da gibt man gut Gas. Das ist schön. Einer, der auch ein bisschen flotter unterwegs ist. Der hat vielleicht auch Termindruck. Von dem her ist unser Ziel. So, davon ist unser Ziel. Sehr gut. Das heißt, hier nochmal rechts abbiegen. Sehr gut. Wir haben es geschafft und sind ein bisschen drüber. Wir sollten 2.45 Uhr oder 49 Uhr irgendwann abgeben. Und es ist jetzt 3.15 Uhr. Okay. Das, denke ich, können die verkraften. Das sollte nicht das Problem sein. Perfekt. Okidoki. Wir packen noch einmal ein. Kriegt man noch ein paar extra Punkte? In der Regel geht das ja ganz schnell. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Wir haben hier eine schöne Wendeschleife, die wir rumfahren können. Okay. Gute Frage, für was die Holzbalken brauchen. Perfekt. Wie stehen wir? Ja, wirklich gut. Wir satteln einmal ab. Und dann haben wir unseren Auftrag schon erledigt. Verspätet natürlich. Wie viel kriegen wir abgezogen? Das ist krass. Na gut, aber es hat wirklich Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch mehr sehen wollt vom Beyond the Baltic DLC, dann sagt Bescheid. Und in der Videobeschreibung, gleich oben in der ersten Zeile, ist der Link zum Kaufen mit nochmal extra Rabatten über mich. Vielen, vielen Dank und ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und morgen einen wunderschönen ersten Advent. Bis dahin, meine Freunde. Tschüss.